Ich habe ihn kennengelernt, das erste Mal, also wirklich, da war ich so 12 Jahre alt. Ich hatte ja Verbandstraining beim Hessischen Tennisverband. Ich war so ein-, zweimal die Woche im HTV vor Ort. Und dann irgendwann war es so, dass er dann auch mal auf mich zukam und hat mich gefragt, mit wem ich trainiere. Bis dann irgendwann er mich gefragt hat, auch ob ich fit bin, ja, und meine körperliche Verfassung, wie die so ist, und ob er denn mal abchecken kann, beziehungsweise er würde mich gerne mal körperlich kontrollieren. Ja. Wo wir dann tatsächlich in die Umkleiden gegangen sind. Am Anfang waren das Berührungen von ihm am Rücken, Bauch, und hat sich dann runtergearbeitet bis zum Gesäß. Ja. Und was er gerne gemacht hat, war dann so abgetastet, so am Anfang. Ja. Das hat sich dann später dann entwickelt, will ich mal so sagen. Ja. Hier zeigt er einmal sein Können, Maxi Abel. Er war schon sehr früh als Jugendlicher Nummer 3 in der Welt. Er hat einen Klasseaufschlag, diese 1,90 Meter große Schlags, und hat viel Gefühl, viel Touch. Das beweist er auch in dieser Szene. Ich hatte Probleme gehabt von meiner Juniorenzeit zum Herrentennis. Große Probleme. Ich hatte den Vertrag unterschrieben gehabt und habe es einfach nicht auf die Kette bekommen, da die Erwartungen zu erfüllen. Der Druck war sehr, sehr krass. Ja. Exzessive Spielsucht. Er kam einfach nicht mehr weg vom Automaten. Es waren mehrere Stunden, 5, 6, 7 Stunden am Tag. Es ging bis zu 10 Stunden. Bilder aus erfolgreichen Tagen. Maximilian Abel auf dem Weg zum Star. Doch dann erlangt er traurige Berühmtheit mit diesem Foto. In Polizeikreisen nennt man ihn Hui Bu, das Gespenst am Geldautomaten. Mit fremden EC-Karten hebt er hohe Summen ab und um nicht erkannt zu werden, tarnt er sich mit einem Bettlaken. Maximilian Abel wird zum Wiederholungstäter, mehrfach verurteilt wegen Betrugs. Auch aktuell sitzt er wieder eine lange Haftstrafe ab. Aus dem Gefängnis schreibt er im Februar 2022 einen Brief an den Präsidenten des Deutschen Tennisbundes. Sehr geehrter Herr Arnim, schreibt er, mir ist bewusst, dass ich mit diesem Schritt ein gewisses Risiko eingehe. Eine Person, die jahrelang systematisch junge Tennisspieler von sich abhängig machte, missbrauchte, erniedrigte, demütigte, muss aus dem Verkehr gezogen werden. Die Person, von der Maximilian Abel schreibt, gilt unter Kennern als einer der mächtigsten Männer im deutschen Tennis, Dirk Hordoff. Manager und Trainer. Seit den 80er Jahren fördert er sehr erfolgreich junge Tennistalente und Profis. Dirk Hordoff hat keinen Grund, sich zu verstecken. Der Immobilienmakler aus Bad Homburg ist auf dem besten Wege, das deutsche Herrentennis im Alleingang nach oben zu bringen. Dirk Hordoff trainiert und managt über Jahre Rainer Schüttler, den ehemaligen Weltranglisten-Fünften. Und er soll früh in die Karriere der langjährigen Nummer 1 der Welt, Novak Djokovic, investiert und ihn gefördert haben. Auch die deutsche Wimbledon-Siegerin Angelique Kerber ist zeitweise bei ihm unter Vertrag. Anfragen zu Hordoff lassen sie unbeantwortet. Ich war das erste Mal bei ihm zu Hause. Da war ich 16 Jahre alt ungefähr. Dann fing das an mit den Liegestützen, mit dem Bauchmuskeltraining, mit Dehnübungen, mit verschiedensten Dingen, die ich dann vor seinen Augen in seinem Wohnzimmer auf seinem großen Teppich ausüben sollte. Ja, erstmal mit Unterhose und dann später ohne Unterhose Liegestütze, Squats ohne Unterhose. Und dann hat er irgendwann auch seine Massagebank ausgepackt. Ja, die hat er dann meistens in einem Gästezimmer gehabt und hat dann da mich dann massiert auch eben. Ja. Maximilian Abel erzählt uns seine Geschichte. Vieles konnten wir überprüfen. Doch bei den mutmaßlichen Übergriffen waren Maximilian Abel und Dirk Hordoff allein. Wir haben mit mehr als 50 Personen aus der Tennisszene gesprochen. Mit ehemaligen Weggefährten, mit Menschen, die mit Maximilian Abel befreundet sind oder es waren. Mit Spielern, Trainern und Funktionären. Einige bestätigen, dass er ihnen von Übergriffen schon früher erzählt hat. Manche haben selbst Ähnliches erlebt. Maximilian Abels Geschichte ist über die Jahre stimmig.
Ja, man ist natürlich schon emotional aufgewühlt, würde ich sagen, wenn man das hört, was Herr Abel da geschildert hat, was alles passiert sein soll. Das DTB-Präsidium beauftragt eine Anwaltskanzlei mit einer Untersuchung. Auch eine Psychologin vernimmt Maximilian Abel. Sie soll prüfen, ob dessen Vorwürfe gegen Hordorf glaubwürdig sind. Anwälte vernehmen 8 Zeugen. Dirk Hordorf streitet alles ab und lehnt Konsequenzen ab. Stattdessen behauptet er, erpresst worden zu sein. Wir haben ihn aufgefordert, das Amt ruhen zu lassen. Die Kanzlei war dabei. Und er hat gesagt, an den Anschuldigungen, die sind nicht wahr. Und deswegen werde ich mein Amt auch nicht ruhen lassen. Vereine und Verbände sind oft mit dem Umgang von Gewalt im Sport überfordert. Auch der DTB. Der Verband ermittelt durchaus auch gegen sich selbst, weil es ja natürlich den Beschuldigten gibt, der sehr, sehr mächtig ist und wirklich viel Einfluss im Verband hat. Gleichzeitig dürfte eine solche Ermittlung aber auch Fragen aufwerfen, wer eigentlich noch alles versagt hat. Also wem war das alles bekannt? Wer hat geschwiegen? Warum wurde geschwiegen? Welche Strukturen haben versagt? Und warum hat diese Kultur des Schweigens vielleicht auch dazu beigetragen, dass interpersonale Gewalt ermöglicht wurde?